Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Butchern, unser Projekt am Deich. Und ihr seht es, ich bin hier noch weiterhin am fleißigen Sammeln. Ich sammel das Gras ein und ich mache mir ein bisschen Sorge, weil ich habe so das Gefühl, wir haben zu viel Gras für die Bunker. Also ich kämpfe hier mich schon ein bisschen durch, dass ich überhaupt das Material hier reinkriege, weil dafür hat einfach der Glas zu wenig PS, glaube ich, um hier wirklich im großen Stil das Material hier in die Bunker zu werfen. Und ich denke, wir werden diesen Bunker, der jetzt auch schon 125.000 hat, und wenn wir den Wagen drin haben, werden wir so um die 150 haben. Da denke ich, werden wir diesen Bunker jetzt schon gleich zumachen bzw. abschließen und dann in den nächsten Bunker gehen. Ja, wir haben halt das letzte Mal, haben wir natürlich auch Heu gemacht. Und das Heu haben wir natürlich gleich in den Multifrucht geworfen. Jetzt machen wir gar kein Heu. Das wird alles hier für den Silagebunker. Und da wird jetzt mit Sicherheit ganz schön Material zusammenkommen. So, was haben wir hier noch? Dann werfen wir das jetzt auch hier noch raus. Okay, sehr schön. Und immer so mal ein bisschen verdichten. Wir sind jetzt bei 52%, aber ich muss da auf jeden Fall später da noch rangehen mit den anderen Gerätschaften. Jo. Und wir sind ja hier auf der Butchern vom guten Kalle, der übrigens jetzt auch veröffentlicht wurde. Die Alteiche, die ist seine neueste Map. Mit einer Wertung von 4,7 und da habe ich nämlich auch Bock drauf, die Map zu machen. Vielleicht im Multiplayer, vielleicht sind da jetzt die Würfe gefallen und wir werden mit der Map dann in den Multiplayer starten. Alteiche, Westerwald, die Map vom Kalle. Hier seht ihr ja praktisch schon eines seiner Vorgängerprodukte, wo wir hier schon kräftig am Arbeiten sind, hier am Deich. Wirklich eine wunderschöne Map, wirklich gut gemacht, gefällt mir sehr gut. Hat, wie der Yogi ja immer so schön sagt, Atmosphäre. Und ihr seht es ja auch an der Bewertung. 4,7 für die Alteiche ist ja wirklich ganz, ganz weit vorne dabei. Und die Butchern kommt auch schon auf einen Wert von 4,3. Und wir alle erinnern uns an die Rehbach und die Frühling, die übrigens auch Maps von ihm sind. Und das zeugt doch von wirklich sehr guter Qualität. Also da dürfen wir uns immer freuen. Und Agrarplay hat ja auch die Alteiche schon angespielt und die natürlich auch für gut befunden. Wir werden jetzt gleich weitermachen. Aber ich hatte es ja schon in der letzten Folge angedeutet. Wir werden auch weiter Projekte bzw. Verträge, Aufträge annehmen. Und wir haben hier zwei witzige oder ja interessante Zuckerrübenaufträge, wo ich auch gesagt habe, wir werden uns die Maschinen erstmal Feld Nummer 9 und da die Maschinen leisten, leihen und dann Feld Nummer 1 damit zusätzlich dann abarbeiten. Ja, schauen wir mal. Also ich werde jetzt erstmal mit Feld Nummer 9 anfangen für sich alleine und da werden wir die Geräte auf jeden Fall ausleihen und das wird auf jeden Fall was bringen. Ich bin jetzt mal gespannt. Diese Baumwollmission bringt 2835, ob das jetzt so der Burner ist. Aber wir können auf jeden Fall mal den Vertrag oder die Geräte dazu ausleihen, weil mich würde wirklich interessieren, was dieser Mod, denn da ist ja Mod, das ist ja ein Rohpart Zuckerrübenernte meines Wissens und der wurde ja modifiziert extra für das Premium Package, wo wir ja die neuen Feldfrüchte drin haben mit Moorrüben und so weiter und viele ja mit den Original Giants Geräten oder mit den DLC Geräten jetzt nicht ganz so glücklich sind und haben dann hier entsprechend dann eben darauf gewartet, dass jemand hier einen entsprechenden Mod macht und das ist dieses Paket und ich denke, wir machen das einfach mal spaßeshalber, um zu sehen. Stopp, Augenblick, Geräte ausleihen. Ach, ich muss erst die anderen Geräte entfernen, alles klar, das werden wir dann gleich machen und dann werden wir auch heute über das angekündigte DLC Farm Production Pack sprechen, das ja zum 30. kommen soll. So, das heißt, ich muss erstmal schauen, dass das Material hier wegkommt. Ja, so viel Platz ist hier nicht auf dem Hof, beziehungsweise hier beim Händler. Gut, dann, was ist denn das eigentlich, in New Holland oder was? Kurz mal rangefahren. Ach, ein Landini. Ach, der schaltet wieder, ne? Okay, wo müssen wir eigentlich hin? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Und zwar Feld Nummer 9 haben wir ja gesagt. Wo ist Feld Nummer 9? Ach, das ist da oben bei den Gewächshäusern. Da waren wir meines Wissens noch nicht. Genau dieses Feld.
Und wo müssen wir eigentlich hin für die Baumwollernte? Das war das hier, Feld Nummer 8. Das ist das nebendran, oder? Ja, genau, das ist das nebendran. Okay, das heißt, wir müssen da sowieso in die Richtung. Dann gehen wir erstmal hier in die Ernte und vor allen Dingen in die Baumwollernte mit einem Zuckerrübenernter. Da bin ich mal gespannt, weil wie wird da die Baumwolle abgeerntet? Da werden ja vermutlich keine Ballen gemacht. Und ich habe es ja schon gesagt, es gibt einen Auftrag, einen weiteren Baumwollernteauftrag jetzt hier, da wo wir dann mit einem John Deere arbeiten. Und da bin ich dann ganz, ganz vorsichtig, weil ruckzuck, das habe ich schon mal auf dem im Big Farm Projekt auf der Neubartelshagen ja gemacht, ruckzuck haben wir, weil wir ja nicht den Ballen Teil entladen können, kriegen wir gar nicht genügend Material zusammen bei der Baumwollernte, dass wir dann auch entsprechend den Auftrag abschließen können. Also diese Gefahr laufen wir immer. Ja, das ist ja immer so ein Punkt, da könnte man vielleicht ein paar Meter weiter vorne die Geräte droppen, beziehungsweise spawnen lassen. Ah, jetzt kommen wir hier nicht rum. Warum eigentlich nicht? Hä? Augenblick mal. Ah doch, wir haben doch Allradlenkung. Hat das Gerät wirklich Europa? Ja, wir sind immer sonst mit dem Roten unterwegs. Ist das dann... Ne, das ist ein Grimme, gell? Der Rote ist ein Grimme. Stimmt, ja. Ja, da tun wir uns dann immer, glaube ich, ein bisschen leichter. So, den bringen wir erstmal in die Ausgangsposition und schicken den los. Ja, ich weiß natürlich, dass wenn wir mit den Helfern arbeiten, geht uns natürlich auch einiges vom Lohn flöten. Aber die Idee ist dann immer, dass wir den zweiten Auftrag, mit dem kommen wir dann hoffentlich ins Plus. So, wir müssen vorne ausklappen, wir müssen hinten ausklappen, wir müssen auf diesen Geräten jede Menge ausklappen. Wobei ich sehe jetzt gerade, war vorne schon ausgeklappt, ne? Das war ja schon ausgeklappt. Ja, ja. Das sind für mich immer so die halben Transformers. Augenblick mal. Nee, das ist ein Grasfeld. Stopp mal. Ja, natürlich. Leute, Leute, Leute. Das Feld daneben ist es. Der Europa Panther 2. So, Dele, können wir da geradeaus durchschießen? Wir werden einfach versuchen, mal hier den Helfer geradeaus durchschießen zu lassen. Und parallel, wie gesagt, wenn die beiden Aufträge am Laufen sind, wir werden mal diesen Ballenauftrag, diesen Baumwollauftrag. So. So müsste das doch passen, oder? Ja, ja. Ich denke schon. Sehr schön. Dann werden wir jetzt, schon wieder falsch, dann werden wir jetzt mal diesen Baumwollauftrag machen und dann bin ich mal gespannt, Geräte ausleihen, wie das Ganze dann funktioniert. So, da stehst du. Ja, ja. Aha. Vor allen Dingen mit dem Überladewagen. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Wo muss denn das ganze Zeug hin? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, das eine muss zur Windmühle. Die Zuckerrüben müssen zur Windmühle. Das ist ja interessant. Und das andere logischerweise zur Spinnerei. Warum frage ich eigentlich? Okay. Mit dem Überladewagen von Lizard, oder? Ja, ja. Ja, das ist genau richtig. Das ist dieser Spezialüberladewagen, den wir auch auf der Galgenberg benutzt haben, um unsere Zucker, um unser Häckselgut, denn da sind wir ja mit dem Häckseln gerade beschäftigt auf der Galgenberg, mit dem Maishäckseln und da benutzen wir ja hier diesen Überladewagen, damit wir dann mit den Abfahrern fahren können, weil in den Überladewagen hier, da gibt es eine Modifikation, da passt dann ein bisschen mehr als normal rein, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann ist der angehängt an den Häcksler, der fährt dann frisch und fröhlich dann übers Feld und arbeitet alles ab. Und wir kommen dann eben mit den Abfahrern, also wir, ich, kommen dann mit dem Abfahrer und wir tun dann aus dem Überladewagen dann das Material rüberbringen, so wie es eben gehört. So, jetzt überlege ich gerade, es wird das Beste sein, wir stellen den mal hier ein bisschen zur Seite.
Aber ich denke, er wird dann später sowieso wieder hier im Wege stehen. So. Baumwolle mit... Ist doch ein Rob... Nee, ein Holmer. Okay. Ich korrigiere mich. Ich korrigiere mich gerne. Aber das Problem bleibt trotzdem bestehen, dass wir hier das Zeug einfach vorkippen müssen. Es geht nicht. Also vorkicken müssen. So. Wir laden, wir klappen ein. Ja, mit dem kommen wir auch ein wenig besser um die Kurve, ne? Als mit dem Ropa. Ein Holmer. Aber irgendwie sehen die alle gleich aus. Ach, das ist ein Dreiachser, ne? Ei, verbübsch. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was der hier uns denn gegeben hat, weil das, diesen Mod gibt es natürlich auch in verschiedenen Volumen, Ladevolumen. Und welches Ladevolumen wir hier haben. Ach du Schande, das sieht man ja gar nichts. Ja, das ist ja Blindflug. Oh, er hat schon mal gewendet. Okay, er wendet gerade. So, auch hier ausklappen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er hier arbeitet. Oh ja, stimmt, das ist die flotte Variante. Der fährt, glaube ich, mit 40 oder 60 km/h übers Feld. Ja, da sind wir natürlich schnell unterwegs. Okay, da wird weiß abgelegt. Also er macht jetzt logischerweise keinen Ballen oder irgendwas. Also da sind wir schnell übers Feld. Das Gerätchen, diesen Holmer, gibt es dann als Modifikation eben mit verschiedenen Schneidwerken. Und dann halt eben auch zum Beispiel für Zuckerrüben und für Zuckerrohr. Das wollte ich sagen, für Zuckerrohr. So, wir haben 1%. Also ich glaube, da können wir tatsächlich den übers ganze Feld jagen. Dann sollte das ratzfatz erledigt sein. Denn den werden wir nicht abtanken müssen. Den werden wir nicht abtanken müssen. Und so wie der fährt, können wir den auch gerade selber fahren. Das ist doch Wunderbärchenklärchen. Sehr schön. Also mit der Holmer-Modifikation hier Baumwolle ernten, das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. So. Ja, ich vermute, der andere wird sich jetzt dann gleich melden, weil das ist natürlich kein Mod. Der wird ganz normal, ich denke, so um die 30.000 Liter haben. Jupp. Ja, noch fährt er, aber wir schauen mal. 19.065%. Yep, wie ich mir gedacht habe. Aber der Anhänger. Da bin ich da mal gespannt, wie viel in den Anhänger passt. Jo, wir machen hier weiter. Wunderbar. So, und wenn wir dann noch den nächsten Ernteauftrag, Zuckerrohr bzw. Zuckerrüben, komisch, immer wenn ich Zuckerrüben sagen will, sage ich Zuckerrohr und umgekehrt. Also wenn wir dann den nächsten Zuckerrübeneinsatz haben und wir das mit demselben Gerät machen, dann müsste sich das Ganze dann auch rechnen. So, den Baumwolleinsatz, aber wie gesagt, den können wir eigentlich fast komplett selber fahren, weil so schnell wie das Gerät unterwegs ist, brauchen wir eigentlich keinen Helfer. Und das heißt, dann haben wir die Kohle komplett, ohne dass wir Lohnkosten haben. Ja, natürlich abzüglich der Mietkosten.
Ja, wir fahren mit 20 km/h. Meines Wissens gibt es aber eine Modifikation, da fährt er dann auch tatsächlich mit 40 km/h übers Feld. Aber 20 km/h ist natürlich auch eine ganz schöne Geschwindigkeit. So, Helfer B ist fast voll, 80%. Okay. Dann würde ich den jetzt einfach mal hier stehen lassen und wir fahren mal rüber. So, Dele. Den Landini angeworfen. Ja, da bin ich mal gespannt. Was hat denn der für ein... Das ist, was ist denn das? Ach, ein Fliegel. Was wird der haben? 24? Ich weiß es gar nicht. Zwei Achser. So, jetzt kommt er natürlich zurück und ist auf der falschen Seite, vermute ich mal. Ja, das machen wir aber anders. So, mein Freund. Da fahren wir nicht durch Nachbarsgarten. Na? Oh, das ist ein Gezuppel hier. Ja, ich denke, wir haben im Großen und Ganzen die Bahn. Sehr schön. Weil dann fahren wir nämlich runter, werden da unten noch die Bahn aufnehmen und dann überladen. Und dann können wir nämlich wieder rum und in den ganz normal hier die Bahn hochschicken. So. Ja, obwohl, wir können eigentlich jetzt schon, weil voll, der wird eh voll. Beziehungsweise wir werden den Ernter nicht leer bekommen. Ja, und wie gesagt, angekündigt das Farm Production Pack, um hier noch mehr Hallen zu bekommen und noch bessere Produktionen und Solar- und Windparks mit einem Reinigungsroboter auszustatten. Ah, der ist doch leer geworden, das ist interessant. So. Kommt es hin? Passt das? Sehr schön, das passt. So, und die Dinger müssen jetzt, wie gesagt, in die Windmühle, wenn ich das richtig mitbekommen habe. 73%. Okay, da hätten wir den auch noch voll machen können. So, das muss zur Windmühle. Sehr schön. Dann finden wir da nämlich auch mal wieder einen neuen Abladepunkt. Ja, und auf das DLC zurückzukommen, während wir jetzt hier gemütlich zur Windmühle fahren. Ja, dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das Ganze schon angeschaut habt. Es gibt ja nur den Trailer bisher zu sehen, wenn ich das richtig weiß. Und eben die einzelnen Bilder von der Logistikhalle, von diesen zusätzlichen Verkaufspunkten. Aber was man gelesen hat, wird es natürlich jetzt gewisse, ich sage mal, verkaufsfördernde Maßnahmen geben, wie sozusagen einen Countdown, wenn irgendwo... ja, große Nachfrage ist und dann man eben Produkte möglichst schnell dorthin bringen muss, dann gibt es wohl immer auch einen Bonus, ein Extra. Und genauso wie es jetzt wohl auch einen Bonus gibt, wenn man seine Früchte, seine Feldfrüchte, Kartoffeln und ähnliches, nämlich wäscht oder eben Zuckerrübenschnitzel produziert, dazu muss man dann auch wieder Geräte kaufen. Und wenn man die dann eben entsprechend bearbeitet, die Feldfrüchte mit diesen Geräten, dann gibt es dann auch nochmal extra Boni. So, hier müssen wir rein. Wir müssen in die Spielstraße. Ist ein bisschen ungeschickt. Zum Glück hat das Schild keine Kohle. Und dann müssen wir hier links. Also zur Mühle ist es ein bisschen schwierig. Aber wir schaffen das. Sodele. Ah, wir können dann da vorne geradeaus durch, oder? So, irgendwo hängen wir jetzt. So. Ah, da würde ich doch sagen, da machen wir schnell ein Thumbnail. Zack. Noch ein bisschen vorfahren und abladen. Sehr schön.
Und bitte lächeln. Mit Mühle im Hintergrund. Sehr schön, ich bedanke mich. Ja, wie gesagt, schreibt mir es doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht hier mit diesem neuen DLC, das zum 30. kommen soll. Das Production-Paket, was natürlich dann nochmal Logistik, Produktion und ähnliches anwerfen soll. Was ihr davon haltet, ob ihr euch das zulegen werdet. Und natürlich für alle, die den Season Pass ja haben von Giants, die bekommen dieses DLC natürlich im Rahmen des Season Passes automatisch kostenlos. Und da fände ich es auch mal interessant, wer von euch eigentlich alles hier diesen Season Pass hat. Ich persönlich habe ihn nicht. Ich werde mich dann immer einzeln entscheiden, ob ich eben diese DLCs dazu kaufe oder nicht. Bei dem bin ich noch ein bisschen am Schwanken, weiß ich noch nicht so richtig. Muss man mal sehen, ob da interessante Sachen dabei sind. Ich denke, da wird es dann auch noch mal ein paar Veröffentlichungen geben, kurz bevor dann natürlich das Paket released wird. Ne? Aber wie gesagt, eure Meinung interessiert mich. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. So, ich denke, den werden wir jetzt erstmal da drüben aufs Feld stellen. Jo, und dann sind wir ja auch schon wieder hier bei... Wieder durch die entsprechenden Geräte hier, durch die, wie heißen es, Leitpfähle, durchgefahren. So, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Wieder mal hier von unserem Projekt am Deich. Die wunderschöne Map vom Kalle hier, die Butchern. Und falls ihr Bock habt, schaut mal in den Mod-Hub rein. Er hat eine neue Map veröffentlicht, die Alteiche. Und ich sage an der Stelle wie immer, tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal hier wieder bei uns im Projekt am Deich.